Hallo, ich bin Carsten bei Winterberg und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Bin mal wieder ins Sauerland gefahren. Diesmal Richtung Winterberg. Und ich habe heute vor, mal auf den höchsten Berg Nordrhein-Westfalens zu steigen. Früher in der Schule haben wir ja noch gelernt, dass es der kahle Asten wäre. Aber mittlerweile weiß man, dass der höchste Berg Nordrhein-Westfalens der Langenberg ist. Und dahin mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich wusste ja, dass das erste Stück der Wanderung auf den Langenberg eigentlich nur bergauf geht. Aber dass es so steil wird wie hier, mein lieber Gott. Ja, was auch immer wieder schön ist, wenn man hier ins Sauerland fährt, ist einfach so, dass du hier wirklich auch in der Natur bist und außer den Wind in den Bäumen, okay, jetzt hört man gerade noch mal ein Flugzeug, aber ansonsten ist es hier wirklich still. Kommt mit, da geht's zum Gipfel. Ja, der Langenberg ist recht bewaldet und von daher hat man vom Langenberggipfel eigentlich so gut wie gar keine Aussicht. Aber nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem wenigstens einmal auf dem Gipfel von Nordrhein-Westfalen sein. Ja, da hinten stand ein Schild, Langenberg 800 Meter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob damit gemeint ist zum Fuß des Langenberg oder wirklich zum Gipfel. Aber ich denke mal, es ist der Gipfel gemeint. Ja, auf dem Schild kann man sehen, es ist nicht mehr allzu weit weg. Jetzt ist Endspurt angesagt. Ja, so langsam entferne ich mich wieder vom Gipfel. 843 Meter ist jetzt nicht ganz so hoch, aber wie gesagt, höchster Punkt von Nordrhein-Westfalen. Ich hätte gerne oben ein bisschen gefilmt, es war aber leider nicht möglich. Man kann man sich auch vorstellen, bei schönem Wetter ist hier oben natürlich ein ständiges Kommen und Gehen auf dem Gipfel. Aber ich habe es geschafft. Ich habe mich das erste Mal in ein Gipfelbuch eingetragen. Naja, nachdem es die ganze Zeit bis auf den Gipfel nur bergauf ging, geht es jetzt dann natürlich die ganze Zeit wieder nur bergab oder fast nur bergab. Ja, genauso wie der Hinweg ist auch der Rückweg zum größten Teil nur
im dichten Wald, was auch sehr schön ist, weil ich finde den Wald hier ganz toll. Es gibt hier einen schönen offenen Nadelwald, gefällt mir sehr gut, und unten der Boden ist schön mit Farn und kleinen Gehölzen bewachsen. Sowas mag ich immer sehr gerne. Ach, was erzähle ich davon? Ich glaube, ich zeige euch besser, was ich meine. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass es heute ein bisschen windig ist, weil es ist schon sehr warm und ein ganzes Stück der Strecke geht jetzt wirklich mehr oder weniger über das freie Feld, immer schön durch die Sonne. Und hier aus dem Wald raus und steht hier mitten in einer Hochheidelandschaft. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ist wirklich eine ganz tolle Gegend hier. Ja, hallo, hier mitten im Wald stehen dann auf einmal so ein paar von diesen Ruheliegen und ich denke mal, ein paar Minuten habe ich mir verdient. Ja, heute habe ich mal was gemacht, was ich sonst eher selten oder eigentlich nur im Urlaub mache. Bin heute mal unterwegs eingekehrt. Ja, ich habe heute nur Wasser dabei und aufgrund der Hitze heute bzw. der vielen Sonne, zum Glück haben wir Sonne, muss man ja leider sagen. Ja, ich hatte eine ganze Zeit schon auf der Tour leichte Kopfschmerzen und ja, als dann das Schild kam, hier Abzweigung zur Hochheidehütte, habe ich mir gedacht, ja gut, dann gönnst du dir heute mal ein alkoholfreies Weizen. Ja, die Idee war eigentlich ganz gut. Ja, die Kopfschmerzen sind jetzt tatsächlich weg, also lag es wohl her am Elektrolytmangel, weil Hunger habe ich heute gar nicht so großartig. Habe zwar vorhin noch ein bisschen was gegessen, aber das hat scheinbar nicht gereicht. Warum erwähne ich das jetzt so extra? Ja, ich bin da angekommen, habe mich da hingesetzt. Dann kam direkt die Kellnerin und ich habe, ohne in die Karte zu gucken, dann einfach mein alkoholfreies Weizen bestellt. Ja, und dann habe ich später in die Karte geguckt und wollte eventuell noch was essen, eine Kleinigkeit, irgendwie Salat oder so. Ja, habe ich dann doch gelassen,
Weil als ich sah, was schon alleine mal Weizen kostete, da wollen die 4,30 Euro. Ja, stolzer Preis. Ja, jetzt bin ich wieder in Niedersfeld zurück. Ist nicht mehr weit bis zum Auto. Ich hoffe, euch hat die Tour ein bisschen gefallen, auch wenn gar nicht so viel Aussicht war. Ich hatte auf jeden Fall ein bisschen Spaß und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.